Und wir könnten in die Tagesordnung einsteigen. Machen wir auch Tagesordnungspunkt 59. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, Darmstadt, digitale Stadt. Die vernetzte Wirtschaft der Zukunft entsteht in Hessen. 19:50-38 beginnt Kai Klose, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Du hast das Wort, bitte sehr. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 12. Juni 2017 war ein Tag der Freude für Südhessen. An diesem Tag hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt den bundesweit ausgelobten Wettbewerb des Branchenverbands Bitkom und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds gewonnen. Darmstadt hat sich in der Endrunde gegen 5 starke Konkurrentinnen durchgesetzt und trägt seither den Titel Digitale Stadt. Das war eine Kraftanstrengung der gesamten Stadtgesellschaft, an ihrer Spitze repräsentiert durch Oberbürgermeister Jochen Patsch, zu der wir Sie herzlich beglückwünschen. Die Jury hat offensichtlich erkannt, dass Darmstadt über das nötige Potenzial, den Forschergeist und die Experimentierfreude verfügt, um erfolgreich zur digitalen Modellstadt in Deutschland zu werden. Darmstadt als Heimat der Technischen Universität, als ein Hauptquartier der europäischen Raumfahrt, als wichtiger Standort der pharmazeutischen Industrie genießt europaweit hohes Ansehen. Darmstadt ist aber auch das kontinentale Zentrum für Cybersicherheit. Die Bitkom sieht nicht umsonst in Darmstadt ideale Bedingungen für eine Vorzeigestadt der Zukunft für digitale Prozesse und Dienstleistungen entlang harter Kriterien. Sonst hätte sich die Stadt nicht gegen Heidelberg, Kaiserslautern, Paderborn und Wolfsburg in der Endrunde durchsetzen können. Das war eine starke Leistung, die auch auf die Region ausstrahlen wird. In Darmstadt hat sich ein breites Bündnis aus Politik, Digitalunternehmen, Wirtschaftsverbänden und der Wissenschaft zusammengefunden, das gemeinsam die Digitalisierung gestalten will, unter anderem auch, um den Alltag einer wachsenden Stadt mit knappen Flächenressourcen und hoher Verkehrsdichte besser zu organisieren. Hier kommen die Ziele einer ökologischen und einer digitalisierten Stadtentwicklung beispielhaft zusammen. In Darmstadt wird wirklich an morgen und an übermorgen gedacht. Nicht zuletzt das Land Hessen hat die Bewerbung Darmstadts tatkräftig unterstützt, denn die Digitalisierung ist für diese Landesregierung eine der zentralen Zukunftsaufgaben. Mehrere Ressorts bis hin zum Wirtschaftsminister und dem Ministerpräsidenten selbst haben alle zu diesem Erfolg beigetragen. Oberbürgermeister Patsch hat das am Tag der Verleihung ja nicht umsonst besonders hervorgehoben. Bis zu 5 Millionen € Landesförderung und die gleiche Summe an EFRE-Mitteln stehen bereit, um Darmstadt auf seinem Weg zu unterstützen. Das ist das richtige Signal, denn die Ernennung Darmstadts zur bundesweiten digitalen Modellstadt fügt sich hervorragend in unsere Strategie Digitales Hessen, intelligent, vernetzt, für alle ein, die von Minister Al-Wazir vergangenes Jahr vorgestellt wurde. Es wird jetzt wahnsinnig spannend zu beobachten, was sich in unserer Südhessen-Metropole tut. Ab Anfang 2018 werden der Verkehrssektor, die Energieversorgung, die Schulen und das Gesundheitswesen mit neuesten digitalen Technologien ausgerüstet. Die öffentliche Verwaltung soll ein Muster für innovative Online-Anwendungen werden. Das sind sehr ambitionierte Pläne, die Stadt und Region auch vor gewaltige Herausforderungen stellen werden. Denn es handelt sich ja hier nicht um den Gewinn eines Preises oder einer Auszeichnung, sodass der Prozess damit quasi an sein Ende käme. Im Gegenteil, mit dem Erlangen des Titels Digitale Stadt beginnt die Arbeit ja erst. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt weiß das Land, die Landesregierung und sicher auch weite Teile dieses Landtags dabei an ihrer Seite. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Klose. Bevor wir weitermachen, begrüße ich auf der
Besuchertribüne unseren langjährigen Kollegen Peter Stephan. Lieber Peter, herzlich willkommen. Und für das Protokoll halte ich noch einmal fest, dass die Frau Kollegin Öztürk an allen drei Tagen der Plenarrunde entschuldigt ist. So, jetzt hat das Wort der Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gott sei Dank, Herr Irmer, kommentieren wir nicht die Krankheit von Kolleginnen und Kollegen. Auch wir schließen uns den Glückwünschen nach Darmstadt an, den Kolleginnen und Kollegen der Stadt Darmstadt insbesondere. Wir haben da tatsächlich eine große Aufgabe jetzt auch mit ins Haus bekommen, nicht nur eine Auszeichnung, sondern eine Aufgabe für die Zukunft. Kollege Klose hat schon ein paar Takte dazu gesagt. Aber ich kann ja auch nachvollziehen, dass wir das heute Morgen hier besprechen müssen, weil insbesondere, wenn Sie den grünen Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt so erwähnen, ich meine, der hat es ja auch dringend nötig, endlich einmal positive Nachrichten über Darmstadt zu hören bei dem Finanzchaos der letzten Wochen und Monate. Aber in der Tat, Darmstadt ist auch aus unserer Sicht die Kommune, die sich dafür eignet, die Vorstellungen von Digitalisierung der Zukunft weiter voranzutreiben. Und das liegt in erster Linie daran an die große Dichte von Forschungseinrichtungen rund um den gesamten Bereich der Sicherheitsfragen, der Frage von Unterstützung aus Wirtschaft und Gesellschaft rund um den Bereich Digitalisierung und digitaler Fortschritt. All das hat es möglich gemacht, nachher Darmstadt in diesem Wettbewerb als Sieger hervorgehen zu lassen. Aber, meine Damen und Herren, das will ich auch sehr deutlich sagen, ein digitales Darmstadt macht noch lange kein digitales Hessen. Und eigentlich ist es traurig, wenn hessenschau.de zu der gesamten Preisverleihung dann unter anderem auch mit titeln muss, der Wettbewerb sichert Investitionen. Ja, meine Damen und Herren, denn ohne diesen Wettbewerb vermissen wir ja gerade das immer wieder auch in den Debatten, die Frage von Investitionen in Infrastruktur. Und wenn ich Frau Kollegin Wolf gerade sehe, hat mich schon die ein oder andere Pressemitteilung rund um diese Preisverleihung auch dann etwas verwundert, als die CDU behauptet hat, 80 Millionen € stecken wir da rein. Hat man nachher nachlesen müssen, da reden wir natürlich noch einmal über anderes. Aber es ist sozusagen ein Ammenmärchen zu behaupten, diese Volumina an Landesmitteln da wir reinzustecken. Nein, es wird getragen von Wirtschaft, von Gesellschaft. Und ganz viel organisiert dieser Wettbewerb, damit wir Darmstadt auf dem Weg der Digitalisierung vorantreiben, meine Damen und Herren. Denn es geht um Investitionen in Infrastruktur, damit aus dem digitalen Darmstadt nicht ein Einzelprojekt bleibt, sondern wir Digitalisierung in Hessen vorantreiben können. Es geht nämlich nicht nur um die Stadtgesellschaft digital zu gestalten. Es geht um die digitale Spaltung von Stadt und Land zu verhindern. Dafür ist das Land auch in Mitverantwortung. Und deswegen nicht nur loben, sondern zu sehen, was da an Hausaufgaben für uns als Land dahinterstehen, meine Damen und Herren. Und dann wäre es dann schon ganz hilfreich, wenn der dafür zuständige Minister in unserem Land eben nicht nur die Überschriften produziert, wir auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft und Ähnliches mehr. Aber wenn man ihn denn dann mal konkret fragt, was ist denn neben der Überschrift eigentlich die tatsächliche Strategie des Landes Hessen, wie wir das organisieren wollen? Ich erinnere an eine kleine Anfrage von mir, wo Sie mehr oder weniger darauf antworten, dass es hoffen, bitten, wünschen und bangen, dass wir es hinbekommen. Meine Damen und Herren, das ist deutlich zu ambitionslos, denn das Land muss eine eigene Strategie haben und sie auch realisieren und umsetzen und nicht nur darauf hoffen, dass wir es irgendwie geschafft bekommen, die Breitbandanbindung in Hessen von 50 Mbit auf die 300 bis 400 Mbit zu hoch zu bekommen, die wir nachher brauchen, um wirklich Digitalisierung, autonom vernetztes Fahren und Ähnliches mehr voranzubringen, meine Damen und Herren. Es gibt dann auch viele Themen, die auch bei dem Stichwort Darmstadt mit angesprochen worden sind. Und da können wir ja auf Know-how aus Hessen zurückgreifen. Ich fand das auch spannend rund um die Preisverleihung für Darmstadt, dass dann auch insbesondere von anderen Ebenen immer wieder auch mal hervorgehoben worden ist, dass es noch weitere Projekte gibt, die wir in einem solchen Modellprojekt mitorganisieren können und die es Sinn machen, auch digital neu zu gestalten. Stichwort die berühmte mitdenkende Mülltonne. Barbara Hendricks hat dazu ein paar Takte gesagt.
gesagt. Und wenn wir uns anschauen, dass Städte wie Barcelona da schon sehr weit sind mit Know-how aus Hessen, namentlich, das sei mir gestattet, aus Limburg, dann ist das natürlich dann etwas, wo wir sehen, da gibt es Baustellen, die wir beackern können mit hessischem Know-how und die wir vielleicht nicht in anderen Städten in der Welt organisieren wollen, sondern dass wir sie hier in Hessen auch digital Realität werden lassen, meine Damen und Herren. Deswegen, eine digitale Stadt Darmstadt macht noch kein digitales Hessen. Wir haben große Hausaufgaben. Digitales Darmstadt beschreibt die Herausforderungen, die wir vor der Haustür haben, wenn wir Digitalisierung gestalten wollen. Da gibt es große Hausaufgaben, und es braucht Engagement des Landes. Nur mit dem Land wird es nicht funktionieren, aber ohne das Land, Herr Minister, wird es auch nicht funktionieren. Und deswegen einfach nur immer sich zu feiern, dass irgendwo aus Wirtschaft, Verbänden, Forschungseinrichtungen es gut gelaufen ist, das ist zu wenig. Wir brauchen nicht nur eine digitale Stadt Darmstadt, sondern wir brauchen ein digitales Hessen, und das in Stadt und in Land, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Tobias Eckert. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Darmstadt hat sich sehr viel vorgenommen. Und auch wir sprechen natürlich Glückwünsche aus, dass dieser Titel gewonnen worden ist, so ambitioniert sich Darmstadt damit auch darstellt, und hoffen, dass auch mit Unterstützung des Landes da wirklich zukunftsweisende Dinge passieren. Nur etwas irritiert hat mich, hat meine Fraktion, diese Reduzierung der Digitalisierung auf Wirtschaft in Ihrem Antrag für die Aktuelle Stunde heute Morgen. Ein Blick auf das, was Bitkom mit digitaler Stadt verbindet, wird deutlich, dass noch deutlich mehr Bereiche berücksichtigt werden müssen und auch Berücksichtigung finden müssen als die Wirtschaft. Herr Klose hat das gerade nicht so eng geführt gemacht, aber in Ihrem Titel führen Sie es leider so eng. Deswegen muss ich Sie offensichtlich daran erinnern, dass es bei digitaler Stadt auch um Energie und Umwelt geht, dass es darum geht, die Verwaltung in der digitalen Stadt herzustellen. Und bei der Verwaltung, ich kann es mir in dem Zusammenhang, liebe Grüne, nicht ersparen, Ihnen daran zu erinnern, dass es darum geht, auch digitale Bürgerämter und Transparenz herzustellen, und darf Sie in dem Zusammenhang wieder daran erinnern, dass wir ein Transparenzgesetz brauchen. Weiter sehen wir bei Bitkom, wenn Sie die digitale Stadt beschreiben, den großen Bereich Gesundheit. Und, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, ich hoffe nicht, dass Sie Gesundheit unter Wirtschaft subsumieren wollen in unserem Land. Meine Damen und Herren, es geht weiter um Sicherheit in der digitalen Stadt, um Handel in der digitalen Stadt, und es geht um Bildung in der digitalen Stadt. Und lassen Sie mich das an diesem Beispiel mal ganz klar sagen, dass bei der Digitalisierung wir nach wie vor auch Angebote im analogen Leben haben müssen. Weil was hilft es mir, wenn ich digital nachgucken kann, wo es keine Kita-Plätze gibt? Ich muss real Kita-Plätze haben, damit ich sie digital verwalten kann. Und, meine Damen und Herren, es geht um die Gesellschaft als Ganzes in der Digitalisierung in einer sozialen Stadt. Auch da hoffen wir, dass Darmstadt gute Beispiele schaffen wird, wie wir im analogen Leben bessere Lebensbedingungen haben, die dann in digitaler Verwaltung sicherlich optimiert werden können. Aber alles in allem, lassen Sie sich auch ganz klar gesagt sein, ob eine Digitalisierung in Darmstadt, das unzweifelhaft in Hessen liegt, irgendeinen Auswuchs haben wird
auf ein nordhessisches Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel im Baunatal. Das wagen wir doch heftigst mal erst zu bezweifeln. Den Beleg müssen Sie noch nachliefern. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Wolff, CDU-Fraktion, Darmstadt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben jetzt zwei Beispiele gehört von Fraktionen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich mit Darmstadt zu freuen. Darmstadt liegt aber unzweifelhaft. Ein bisschen sehr verschwurbelt haben Sie das gesagt. Und die Stadtverordnetenfraktion Ihrer Partei hat auch gesagt, die Stadt sei jetzt unter der Knute des Großkapitals im Branchenverband Bitkom. Also, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr und ich will ein paar Beispiele nennen, wie ein Blick in die Zukunft entworfen worden ist in Darmstadt durch diejenigen, die sich hier engagiert haben. Da gibt es z.B. die Frage der Vernetzung aller Angebote von Kultur, Sport und Gesundheit. Da gibt es die Frage, gibt es in Zukunft eine Bürger-ID für alle Anmeldungsservices, die man nutzen kann, ohne permanent neue Zettel auszufüllen und direkt zum Amt zu gehen? Gibt es in Zukunft eine intelligente Steuerung von Energieverbrauch und Verkehr? Gibt es z.B. die Nutzung von Erdbeobachtungsdaten, auch eine Einrichtung in Darmstadt, aus der ESA im Klassenzimmer, ganz real im Unterricht? Gibt es in Zukunft die Einbindung der Gesundheitskarte in Beratungsdienstleistungen? Gibt es in Zukunft, und das beginnt ja bereits, Sensortechnik, die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen entsprechend steuert, teilautonomes Fahren von Straßenbahnen und Kleinbussen in der Stadt? Gibt es eine Verknüpfung von Internet und dem lokalen Handel, der damit aufrechterhalten wird? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind die Fragestellungen in die Zukunft hinein, denen man sich gestellt hat. Und daraus wird auch deutlich, der Bitkom hat ja gemeinsam mit dem Städtetag eines nicht gemacht, mit dem Städte- und Gemeindebund, Verzeihung. Er hat nicht ausgezeichnet eine Stadt oder eine Region, wo alles schon perfekt läuft. Er hat eine Stadt gesucht, in der es Ansatzpunkte gibt und bereits jetzt Vernetzungen gibt, die die Hoffnung zulassen, dass exemplarisch etwas gezeigt werden kann, was in Zukunft engagiert, gefördert, fortgesetzt werden kann und damit beispielgebend werden kann für andere Städte. Und es ist ja schon an dem schönen Abend, wie ich sage, bei SAP, bei der Verleihung dieses Preises, deutlich geworden, dass Darmstadt den festen Willen hat, auch im Verbund zu bleiben mit den anderen Bewerberstädten, aber durchaus auch im Verbund mit anderen Städten in Hessen. Und an diesem sehr schönen Abend in Walldorf ist auch eines deutlich geworden. Das Ergebnis für die Stadt Darmstadt hat wesentlich auch damit zu tun, dass die Akteure vor Ort zusammengewirkt haben. Das beginnt schon mit der Software AG als Ankerunternehmen, aber auch mit dem Softwarecluster, mit IT4Works, mit der IHK, mit dem Klinikum, mit der Energieversorgung, mit der wesentlichen TU, mit der IT-Sicherheit, die wir dort als ganz starkes Unternehmen und einen starken Forschungsbereich haben. Aber wir haben auch einen guten Zeugen gehabt, der eingetreten ist für die Stadt Darmstadt, und das ist das Land Hessen. Mit der klaren Zusage des Landes Hessen, dass keine andere Bewerberstadt in dieser Form vorweisen konnte, mit der starken Zusage des Landes Hessen, insgesamt 10 Millionen € zu diesem Prozess beisteuern zu wollen und damit die Ambitionen der Stadt Darmstadt und insgesamt als Repräsentant des Landes Hessen mit zu unterstützen. Und damit sind eben jetzt die Möglichkeiten gegeben. Damit sind jetzt die Möglichkeiten gegeben, in der Tat in einer weiteren Vernetzung die Stadtverwaltung auch zu entwickeln und ein E-Government darzustellen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, wirklich im Bereich des Klinikums, der Energieversorgung von CRISP, von dem Verbund der Unternehmen weitere Schritte zu gehen mit den Mitteln des Landes und von EFRE.
mit der Unterstützung des Wirtschaftsministeriums. Ich darf Ihnen, Herr Minister, und auch dem Staatssekretär Samson, der dort sehr engagiert unterwegs war, sehr herzlich danken, aber eben auch mit der Unterstützung der Unternehmensverbände im Bitkom, die dort finanziell stark einsteigen. Darmstadt wird damit die Möglichkeit haben, das gute Netzwerk, das jetzt schon vorhanden ist, auszubauen, vorbildhaft zu werden. Und deswegen hat es der Städte- und Gemeindebund auch unterstützt, auch hineinzutragen in die Masse der Kommunen in Deutschland. Und das ist deutlich mehr, als sich über die Digitalisierung auf Bundes-, auf Landesebene zu unterhalten. Es muss hineinwirken in die Kommunen, in die Städte und Gemeinden. Und dafür haben wir einen wesentlichen Tag erlebt und einen Tag der Freude. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. Das Wort hat die Abg. Nicola Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe überhaupt kein Problem, Frau Kollegin Wolff, mich mit Darmstadt zu freuen. Herzliche Gratulation aller Freien Demokraten. Ich war selbst bei der Auszeichnung dabei für Darmstadt. Und wir freuen uns als Freie Demokraten insbesondere, dass es zu den zugesagten Millioneninvestitionen der privaten Partner kommt. Weil die werden maßgeblich dazu beitragen, dass das passiert, was Sie eben aufgezählt haben und was so wichtig ist, dass es nämlich in alle Bereiche des Lebens, des Arbeitens, der Freizeit, der Bildung, der Gesundheit in einer Kommune auf breiter Fläche geschieht, dass wir eine Modellstadt im digitalen Zeitalter entwickeln können. Allerdings, meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel gehört zur Wahrheit dann auch dazu. Diese Landesregierung hat zu diesem Erfolg nichts beigetragen. Ja, Herr Minister Al-Wazir, Sie haben mit diesem Erfolg so viel zu tun wie der Baron Münchhausen mit der Mondlandung. Die Landesregierung verschläft, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gegenteil, die Landesregierung verschläft diesen wichtigen Zukunftsbereich. Im Europäischen Innovationsindex ist Hessen auf Platz 10 abgerutscht. Wir standen vor 2 Jahren noch auf Platz 7. Der Breitbandausbau liegt da nieder. Wir sind als Hessen sogar hinter dem Agrarland Schleswig-Holstein. Und das, obwohl wir im europäischen Vergleich auf Platz 28 bei den Glasfaseranschlüssen liegen, also noch nicht einmal in irgendeiner Weise auch nur im vorderen Mittelfeld mitspielen würden. Start-ups, neue Geschäftsmodelle, die Ideentreiber im digitalen Zeitalter, auch hier liegen wir bestenfalls im Mittelfeld. Wir wollen das als Freie Demokraten ändern. Wir wollen diese neuen Ideen ins Land holen. Aber dann brauchen wir auch den flächendeckenden Ausbau von Glasfaserstruktur. Wir brauchen dieses Gigabit-Netzwerk und nicht das sich zufriedenstellen mit 50 Mbit-Leitungen, mit denen Sie noch nicht einmal einen intelligenten Kühlschrank betreiben können. Wir müssen den Digital Hub in Frankfurt stärken. Wir müssen WLAN-Netze, öffentliche WLAN-Netze ausbauen. Und insbesondere brauchen wir die 5G-Funknetztechnologie. Denn das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Grundlage dafür, dass wir einen modernen Mobilfunkstandard haben und dass z.B. autonomes, vernetztes Fahren flächendeckend in Hessen, in Deutschland und nicht nur in Darmstadt möglich wird. Zusätzlich ist es aber auch notwendig, dass wir neben diesen ganzen neuen Technologien unser Know-how stärken, kreatives Potenzial stärken, kreatives Potenzial in unser Land holen. Und das gilt für den klassischen Bildungsbereich auf der einen Seite. Das heißt, wir müssen massiv und schneller investieren, nicht nur in moderne Ausstattung unserer Bildungseinrichtungen, in die Fort- und Weiterbildung unseres Lehrpersonals oder auch in die Frage von modernen Inhalten, die völlig neu aufbereitet werden müssen für unsere Bildungseinrichtungen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass wir eine echte Gründerkultur schaffen in Hessen und in Deutschland. Und wir hätten in Hessen die Grundlagen dafür mit unserem starken Mittelstand. Wir müssen diejenigen belohnen, die Mut haben und etwas wagen, die auch bereit sind, ein Risiko einzugehen. Und wir sollten alles daran setzen, gemeinsam Hessen attraktiv zu machen, dafür, dass wir aus dem In- und Ausland Talente und kluge Köpfe anwerben, um ihre Ideen und Visionen hier, nicht nur in Darmstadt, sondern insgesamt in Hessen, aber auch in Deutschland umzusetzen. Und sehr geehrter Herr Minister, leider schmücken Sie sich da nur mit fremden Federn.
es sei Darmstadt gegönnt, aber die Landesregierung selbst hat doch keine konsistente Digitalisierungsstrategie für dieses Land. Lächerliche 5,5 Millionen € sind im Haushalt dieses Ministers etatisiert für die Digitalstrategie Hessen. Meine Damen und Herren, das sind gerade einmal 0,3 % der Mehreinnahmen, ausschließlich der zusätzlichen Mehreinnahmen, die Finanzminister Schäfer in der Hand hat, die von der Landesregierung in dieses wichtige Zukunftsfeld investiert werden. Und sehr geehrter Herr Kollege Klose, ich fand das toll, wie Sie gesagt haben, mit der digitalen Stadt, mit Online-Vermittlung von Kindergartenplätzen und anderen. Also gucken wir nicht nur auf das Morgen, sondern auch auf das Übermorgen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen realistischer drangehen und uns hier nicht ein Märchenschloss bauen und glauben, dass wir schon Spitze seien, wenn wir uns international vergleichen, müssen wir im Gegenteil eine große Aufholjagd leisten. Denn während wir uns darauf freuen, dass demnächst Services wie die Vermittlung von Kindergartenplätzen online passieren können, in dieser selben Zeit plant Amazon schon Drohnenflugplätze in Städten, damit Waren durch Drohnen zum Kunden gebracht werden können. Und Airbus experimentiert bereits mit den ersten Drohnen, die selbstlenkend Personen transportieren können. Die Urban Drone ist bereits im Testeinsatz, aber natürlich nicht in Deutschland oder in Darmstadt. Sondern Frau Kollegin Beer, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Überall wächst die digitale Wirtschaft dynamisch. Aber wir in Deutschland liegen nach der ersten Halbzeit der Digitalisierung 0:2 zurück und müssen wirklich Gas geben, damit wir uns in der zweiten Halbzeit an die Spitze setzen. Diese Landesregierung trägt leider nicht dazu bei. Sie hat offensichtlich die Breite der Thematik noch nicht einmal ansatzweise verstanden. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Das Wort hat der Wirtschaftsminister. Staatsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Darmstadt hat am 12. Juni auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung von Bundeswirtschaftsministerin Tsipras bekannt gegeben, den Bitkom-Wettbewerb Digitale Stadt gewonnen. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Und ich finde, das ist ein Grund zur Freude. Und ich finde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wundere mich immer wieder, wenn ich die Redebeiträge des Kollegen Eckert, von Herrn Wilken und von Frau Beer gesehen habe, wie man schon am frühen Morgen so viel schlechte Laune verbreiten kann. Freuen Sie sich doch einfach einmal mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darmstadt hat sich in einem sehr starken Bewerberfeld gegen 19 Städte durchgesetzt. In der Endrunde waren am Ende noch dabei Heidelberg, Wolfsburg, Paderborn und Kaiserslautern. Ich darf Ihnen sicherlich kein Geheimnis verraten, dass bei Heidelberg und Wolfsburg sehr starke DAX-notierte Unternehmen das jeweils unterstützt haben. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, es ist ein großer Erfolg, dass in einem solchen Bewerberfeld am Ende eine hessische Stadt sich durchgesetzt hat. Ich meine, es ist ja klar, wenn es gut läuft, waren es die vor Ort. Wenn es schlecht läuft, ist die Landesregierung schuld. Aber ich darf an dieser Stelle schon noch einmal darauf hinweisen, Frau Beer, wahrscheinlich wissen Sie das nicht. Wahrscheinlich wissen Sie das nicht. Das Land Hessen hat im Bewerbungsverfahren Zuschüsse von mehreren Millionen Euro aus Landesmitteln und dem EFRE, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, in Aussicht gestellt. Und wir sind sicher, dass das am Ende einen kleinen Teil, vielleicht sogar den entscheidenden Teil, zum Erfolg beigetragen hat. Weil ich habe ein Wochenende drauf den baden-württembergischen Ministerpräsidenten auf dem Grünen Parteitag getroffen. Und er war ein bisschen verkniffen, weil er gesagt hat, es hätte ihm auch einfallen müssen, nicht nur Unterstützungsschreiben zu schicken, sondern auch konkrete Zuschüsse in Aussicht zu stellen. Und insofern wissen wir ziemlich genau, was unser Anteil daran ist. Und ich darf hinzufügen, wir haben in Darmstadt das House of IT.
Im House of IT sind die maßgeblichen Player seit Jahren miteinander verbunden. Und das wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. Seit letzten Dezember hat es jeden Freitagmorgen um 8 Uhr eine Telefonkonferenz gegeben, die von Herrn Staatssekretär Samson geleitet wurde, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie man diesen Wettbewerb gewinnt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu der Uhrzeit dreht sich der Abg. Marius Weiß noch einmal von rechts nach links. Also, wir wissen, was wir dazu beigetragen haben, dass Darmstadt gewonnen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich sagen, Darmstadt hat im Bewerbungsverfahren. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder sich zu beruhigen. Alles jetzt, ja, jetzt haben wir alle Zwischenrufe nicht gehört, die gekommen sind. Jetzt ist wieder alles beruhigt. Und der Kollege, ja, wir haben es ja gehört, dass wir es nicht gehört haben, der Kollege Tarek Al-Wazir. Der Staatsminister spricht jetzt weiter. Also, wir wollen die Digitalisierung so gestalten, dass alle davon profitieren. Und dafür müssen wir erproben, welche digitalen Dienste und Anwendungen den Menschen nutzen. Und ich will Ihnen ausdrücklich sagen, dass Darmstadt dafür hervorragende Voraussetzungen mitbringt. Exzellente Forschung, große Weltoffenheit und begeisterungsfähige Menschen. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, digitale Regionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie Digitales Hessen. Ich will Ihnen ausdrücklich an dieser Stelle noch einmal sagen, wir wollen an dieser Stelle die Anwendungen erproben, die am Ende auch von anderen Städten mit benutzt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir an dieser Stelle nach vorne gekommen sind. Und ein Beispiel für die Punkte, die in Darmstadt erprobt werden. Verkehrsleitsysteme, umweltsensitives und verkehrsabhängiges Verkehrsmanagement, intelligente Gebäudetechnik, virtuelle dezentrale Stadtkraftwerke, die Vernetzung von Gebäuden und Energiesystemen. Ich will Ihnen an dieser Stelle sagen, all diese Anwendungsprojekte, die in Darmstadt nach dem Gewinn des Wettbewerbs angegangen werden, gibt es in genau diesen Bereichen. Verkehr, das heißt Verarbeitungsplattform, Übertragungsnetz und App für intelligentes Parkraummanagement, Abfallwirtschaft, bedarfsbezogene Leerung der Abfallbehälter, aber auch bei der Bildung, liebe Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise mit einer Darmstadtpedia, die für alle im Netz zur Verfügung steht und bei der die Bevölkerung an der Stadtgeschichte mitschreibt. Und einen Punkt, der ganz besonders wichtig ist. Ein Moment, meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch um etwas Aufmerksamkeit. Der Präsident versteht auch nichts hier oben. Bitte sind Sie etwas friedlich, hören Sie zu, danach kann es weitergehen. Also, ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass Darmstadt ganz vorne gelandet ist, sind die enormen Kompetenzen in der IT-Sicherheitsforschung mit dem Fraunhofer SIT und mit dem CRISP. Darmstadt ist Sitz des Cybersecurity Hubs des Bundeswirtschaftsministeriums, ist dazu erklärt worden. Das soll den Fintech Hub in Frankfurt verstärken. Wir haben dort viele Studierende, gut ausgebildete Fachkräfte. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die starken und engagierten Wirtschaftsverbände und Unternehmen, also die IHK, die Deutsche Telekom, Software AG, die Gesellschaft für Schwerionenforschung mit dem mega energieeffizienten Rechenzentrum GreenCube, Sitz des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 an der TU Darmstadt. Auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir vorne sind. Und deswegen letzter Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darmstadt braucht und Darmstadt bekommt weiter unsere Unterstützung. In den kommenden Jahren sind massive Anstrengungen erforderlich. Diese Unterstützung werden wir geben. Darmstadt ist ein Labor, wird als Labor funktionieren, wo die Punkte vorgelebt werden, die am Ende überall in anderen Städten, vor allem in Hessen, angewandt werden sollen. Und wir wollen dafür sorgen, dass sich alle Hessinnen und Hessen die enormen Chancen
Chancen der digitalen Technologien erschließen können. An dieser Stelle Stichwort Breitbandversorgung. Wir haben inzwischen fast 80% der Haushalte mit 50 Mbit die Sekunde oder mehr. Das ist Platz 3 der Flächenländer, Frau Beer. Alle Landkreise sind aktiv, inzwischen auch der Vogelsberg, die östliche Wetterau, das Nordhessen-Cluster. Wir sind an dieser Stelle so, dass die beiden bestversorgten Landkreise Deutschlands, nämlich der Odenwald- und der Hochtaunuskreis, hessische Landkreise sind. Wir haben eine Gigabit-Allianz gegründet, um auch die nächsten Schritte vorzubereiten. Also an dieser Stelle, ich will Sie alle einladen, machen Sie mit. Und machen Sie das fröhlich, weil das am Ende Sie selbst auch attraktiv macht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben keine weitere Wortmeldung mehr zu diesem Punkt. Damit ist der Punkt 59 erledigt. Und bevor wir in den nächsten Tagesordnungspunkt gehen, hat sich der Kollege Günter Rudolph zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben eben durch den Wirtschaftsminister einen Beitrag zur Respektskampagne der Landesregierung erlebt, als er meinte, den Abgeordneten Marius Weiß sinngemäß bezeichnen zu müssen oder darstellen zu müssen. Während der Minister arbeitet, dreht er sich noch im Bett herum. Wir finden ein solches Verhalten unangemessen. Wenn Sie Probleme mit dem Abgeordneten Weiß haben beim Thema Flughafen, tragen Sie das bitte inhaltlich aus und machen Sie hier nicht den Herrn Arrogantix. Und deswegen, Herr Präsident, finden wir dies unangemessen. Wir bitten, einen Protokollauszug dieser Rede den Fraktionen zuzuleiten, damit wir dann über weitere Dinge entscheiden können. Respekt sieht jedenfalls anders aus, Herr Al-Wazir. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Lassen wir den Protokollauszug machen, und dann sehen wir weiter. Dann rufe ich jetzt auf den Punkt. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich, ich habe doch gesagt, wie es weitergeht. Damit ist doch der Punkt jetzt erst einmal erledigt. So, und danach können wir weiter, sehen, wenn wir den Protokollauszug haben. Das hat doch der Geschäftsführer der SPD-Fraktion so gebeten. Da bitte ich darum, dass aus der SPD-Fraktion jetzt nicht das Präsidium hier kritisiert wird. Das lasse ich sowieso nicht zu. Ich wollte es Ihnen aber doch einmal sagen. Ganz egal was. So. Wo tut es doch, Geschäftsführer?